Weit aufgerückt, die Bayern gleich mal. Sofort dieses Nachrücken. Ein Mann, der natürlich für Offensive steht. Früchtl, ein ganz, ganz junger Typ. Aber ein Mann, dem auch schon Pep... Ribéry, Lewandowski. Erste gute Chance für Liverpool. Und die Führung durch Mané. Tolisso hat den Ball verloren. Und das wird sofort bestraft. Aber da war auch Platz ohne Ende. Liverpool bislang überhaupt nicht im Spiel. Gut, wir reden über 6 Minuten und 20 Sekunden. Aber trotzdem. So, das schauen wir uns nochmal an. Das ist der Ballverlust, als ich noch sagen wollte oder gesagt habe. Achtung! Oh, der war gut und er war richtig von unten. Jürgen Klopp. Der seinen zweiten Anlauf in England nimmt. Ein absoluter Wunschspieler war von Liverpool, gefällt mir gut. Sie sind gut organisiert und sie warten dann auf den Ballgewinn, auch immer für die direkte Sache zu haben. Genau. In diesem Fall gelungen. Rafinha. Can haut ihn erst. Und Tolisso. Und Müller. Der erste Abschluss. Ribéry, der hat schon wieder den Blick nach links zu Alaba. Weisungen gibt. Achtung! Zweite Klein. Sie lassen den Bayern sehr viel Ballbesitz. Aber wenn sie dann schnell, überfallartig in Aktion geraten, sehr stark pariert. Und deshalb gilt dieser Szenenapplaus für den jungen Trent Alexander-Arnold. Die Bayern, wie der auch im strömenden Regen immer an der Mannschaft dran ist, das gefällt mir außergewöhnlich gut. Ein sehr selbstbewusster, und es mangelt inzwischen auch an Bewegung, auch mal ohne Ball. Vielleicht mal wieder wie zu Beginn über die Außenposition. Nicht knapp. Moreno. Mein Gott, haben die Chancen und sie führen 2-0. Oh, ist das eine richtig eiskalte Dusche. Salah zum 2-0, zum 0-2. Achtung, schwupp. Klasse gespielt. Von Ribéry und Alaba. Und na klar, auch das Finale live im ersten. Wir haben natürlich noch Hoffnungen. Gegen zwei, diesmal kommt er durch, aber wieder ist ein Fuß dazwischen. Es kommt nicht zu klaren und guten Abschluss. Weiß gar nicht, wohin mit dem Ball. Und der nächste Pass ins Tolisso. Richtung Stürmer. Befeuert werden. Achtung, aber erstmal. Martinez klärt das Ganze. Alaba hoffentlich auch. Ja, ist weiter sehr gut organisiert, aber die Bayern sind auch extrem bewegungsarm. Und von Idee. Und wieder bekommt er viel Zeit. Und erstmal den zweiten Anlauf gegen Rafinha. Also auf jeden Fall die Bayern, da hier die letzte Minute läuft, der ersten Hälfte mit mehr Fuß. Und dann ist Schluss. Nochmal. Da spielten die Bayern schlicht und ergreifend besser. Und die waren terminlich ähnlich nah dran am Bundesliga-Auftakt und beim DFB-Pokal. Oh.
Rafinha. Müller. Und Liverpool rückt. Hammes. Bei denen richtig gut abfangs. Ballverlust. Trotz allem, die Welle schwappt durch die Arena. Es ist ja trotz allem schöner Fußball. Hammes. Es bleibt momentan einem einfach auch nichts haften. Der vielleicht! Also mit der Hacke wird. Aber den hat Hummels. Den macht er mit seiner Erfahrung gut. Und obwohl sie numerisch in Unterzahl sind. Deshalb machen sich bei Liverpool gerade 4 Mann bereit für ihre Einwechslung. Ein Pass. So, jetzt die Gelegenheit zum und der Abschluss von Sturridge. Ja, gleich mal schöner Einstand. Nach ein paar Sekunden auf dem Platz. Verführte, der nagt an ihm. Es ist nur ein Gespür. Es ist natürlich nicht zu belegen. Das ist ja. Oh, war der gut gegen Rafinha! Und 0:3. Zwei eingewechselte. Marco Grujic vollendet das Ganze. Und das ist ganz, ganz bitter. Rafinha. Munter durchgewechselt. Der nächste kommt. Und es ist Müller. Wieder abgefälscht. Chance bekam, so sagt er es ja selbst, Torschützenkönig zu werden, weil ihm die Unterstützung fehlt. Von seiner Mannschaft. Er hat das klar vom Chance zum 0:3. Daniel Sturridge. Der sich da verletzt hat am rechten Oberschenkel. Es gibt erstmal natürlich den Applaus von Jürgen Klopp, das haben Sie gesehen. Gefühl und so viel Überblick. Stark. Alles, was von der Ersatzbank kam. Sanchez. Ist, aber es zieht sich eben durch diese Karriere. Kurz noch ein Wort zu diesem nächster, vielleicht der letzte Konter des FC Liverpool. Das erste Halbfinale gesehen. Der FC Liverpool war die Mannschaft, die am stärksten. Erste gute Chance für Liverpool und die Führung durch Mané. Tolisso hat den Ball verloren. Und das wird sofort bestraft. Aber da war auch Platz ohne Ende. Liverpool bislang überhaupt nicht im Spiel. Gut, wir reden über 6 Minuten und 20 Sekunden. Aber trotzdem. So, das schauen wir uns nochmal an. Das ist der Ballverlust, als ich noch sagen wollte oder gesagt habe. Moreno. Mein Gott, haben die Chancen und sie führen 2:0. Eine richtig eiskalte Dusche. Salah zum 2:0, zum 0:2. Achtung, schwupp, klasse gespielt. Oh, war der gut gegen Rafinha. Und 0
3. Zwei eingewechselte. Marco Grujic vollendet das Ganze. Und das ist ganz, ganz bitter. Schorf zum 0:3. Daniel Sturridge, der sich da verletzt hat am rechten Ohr.